mistake. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist ein Live-Kommentar und zwar Kinect Sports Season 1 und zwar Tischtennis, wie gesagt, live kommentiert gegen Profi, wieso nicht gegen Champion, ich lose. Aus dem einfachen Grund, da ich jetzt gerade schon einen Versuch gegen Champion gemacht habe und da kläre ich scheiße, ich kann nicht kommentieren, mich konzentrieren, das ist einfach nicht möglich, deswegen halt eine Schwierigkeitsstufe weniger. Und außerdem habe ich hier eh nicht in meinem Zimmer so viel Platz zum Fernseher, also ist nicht die Entfernung. Und das heißt, ich habe hier eh nicht so viel Ausweichmöglichkeit, wenn der Platz, wenn der Ball mal ganz nach außen kommt. Und dann fangen wir mal an. Am Schluss werde ich natürlich schnell ausblenden, weil am Schluss, wie vielleicht kennen manche Kinect Sports Season 2 wird sicherlich auch mal ein paar Videos geben, da kommt dann am Schluss immer so ein Video von dir, was das Ding da aufnimmt, wie du dich wieder angestellt hast, und dann, das schneide ich natürlich raus, weil ich will jetzt nicht, dass man mich hier sieht, weil, erster Schmetterball geht gleich ins Ziel hier. Ich weiß nicht, ob mich so laut hört, weil ich bin ziemlich weit weg, ich stehe ja hier. Der Laptop ist unten am Boden vorm Fernseher, weil meine Hoppage unten im Fernseherschrankkästchen, wie man es auch immer nennen will, drin steht. Und das Kabel, das USB-Kabel ist leider nicht so lang, deswegen muss ich die immer da unten drunter stellen. Aber es gibt auch sicherlich irgendwann mal ein Special-Video, ich hier mal meine Aufnahme, keine Ahnung, wie ich es auch immer nennen oder wie es ihr nennen wollt, zeigen werde, damit ihr das Ganze mal seht. Jetzt laufe ich hier ziemlich übel in den Konter, 2-2, guter Beginn, aber jetzt wird es aber schon allmählich brenzlig. Es ist mal ein kurzes Video, ich denke, das passt, da hat sie nicht erwischt, ja, da schaut's auch, regt sie sich auf, hallo, da bin ich manchmal. Also, nee, ganz ehrlich, dann wird es auch sicherlich mal Kinect Sports Season 2 Darts geben. Mache ich auch sehr gerne. Und ja, ich habe gedacht, das ist auch mal eine Abwechslung, weil MW2 habe ich vom Devela jetzt immer noch nicht geholt. Und naja, MW1 wollte ich nicht schon wieder bringen, MW3 auch nicht. Weil da gibt es ja dann die Überraschung, so viel verrate ich jetzt schon mal. Die kam ja gestern, beziehungsweise gestern oder vorgestern nicht, nachdem man das Video sieht, die kommt am Wochenende. So wie es jetzt sein, es wird, so wie kann ich sagen, es wird MW3. Und ja, mehr sage ich nicht, das, sonst nehme ich euch ja komplett die Überraschung. Und ja. 5-2, schauen wir mal, was da noch geht. Und ciao! Ja, ich glaube, das wird auch, nachdem man es sieht, vielleicht heute ist Mittwoch, vielleicht lade ich es heute noch hoch, je nachdem, wie groß die Datei wird. Wenn ich es heute noch hochlade, also ich spreche heute von Mittwoch, dann gibt es wahrscheinlich noch am Donnerstagabend noch ein Video, bei Freitag wird es noch ein Video geben, vielleicht, aber ich weiß es nicht, weil ich bin Freitag eigentlich den halben Tag, sind den ganzen Tag nur in der Früh nicht da, und Samstag soll er dann eh schon dieses kleine Extra für euch kommen, und dann, ja, dann brauche ich nicht noch ein Video machen. Vielleicht gibt es gar keins mehr bis zum Samstag, vielleicht gibt es noch eins, je nachdem, was ich mir noch einfallen lasse. Aber naja, jetzt weiß ich nicht, ob es noch was geben wird. So, 7-3.
Und der nächste Punkt, denke ich, der gehört mal wieder mir. Nach einem, nee, der gehört nicht mir. Na doch, den kann ich kontern. Der hätte ich jetzt nach rechts spielen müssen, von mir aus gesehen, dass ich hier nicht in diesen Scheiß-Konter reinlaufe. Wie gesagt, ich habe es wirklich schon lange nicht mehr gespielt und ich kann halt nicht, also heute beim Scheißwetter, mehr 2 Stunden am Sportplatz. Bei diesem Kackwetter wahrscheinlich wäre ich auch noch krank. Und ja, ich kann heute auch nicht mehr unbedingt. Mir tut auch alles weh. Aber so eine kleine Runde Tischtennis geht schon noch. Da, es ist auch hier abartig heiß. Weil ich mich bewegen muss. Das gibt's nicht. Ja, 8-5, aber das war ihr letzter Punkt. Nein! Das war nicht ihr letzter Punkt. Ja, leider, das ist leider ein Fehler von mir gewesen. Und ja, also schon wieder, jetzt macht sie auch noch hier ein Ass. Das ist natürlich sehr blöd für mich, weil ich hier auch nicht so weit rüberkomme. Das ist das ganze Problem. Und ja, also es braucht mir jetzt keiner drin schreiben, ja, gegen Profi ist ein 11-7 oder meinetwegen dann noch 11-8, 11-9, keine Ahnung. Dann macht's besser, macht den eigenen YouTube-Kanal, ladet's hoch, wie ihr gegen Champion meinetwegen 11-0 gewinnt oder gegen Profi 11-0 gewinnt. Ich kann's nicht. Und ja, das ist jetzt auch mal einfach nur so mal eine kleine Abwechslung hier zwischendrin. 10-11, jetzt wird es auch hier zum Ende hin. Also ich werde jetzt hier auch nichts mehr groß ansprechen, weil ich werde jetzt hier wahrscheinlich gleich noch den Siegpunkt machen. Und dann war es das auch schon. So, wahrscheinlich noch mit diesem Schmetterball hier. Das war's. Wir sehen hier noch die Wiederholung. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ich mache jetzt das gleiche wie mein Avatar hier und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.